war spontan hier. Vielen Dank fürs Mitmusizieren. Es ist immer schön, wenn man zu mehreren musizieren kann. So, ich glaube, ich bin... Ja, alles klar. Kurz mal einen Aufruf. Der Christian, der gleich auch noch spielen, musizieren möchte, möchte bitte einmal hier vorne hinkommen. Gut, wir sprechen gleich. So, ja. Frieden, Krieg, Medienmanipulation. Deutschland war die rot-grüne Regierung, die damals dafür initiierend war, dass es nach Jugoslawien und Kosovo ging. Und zu dem Thema, was dort über Medienmanipulation, ähnliche Geschichten damals abging und heute noch vom Den Haager Kriegsgericht, dazu möchte Helga gerne ein bisschen was zu berichten. Dankeschön. Bitte einen Applaus für Helga. Hallo, ich bin heute hier, weil ich echt Angst habe. Vor 2 Jahren habe ich prognostiziert, dass in den nächsten 5 oder 10 Jahren ein Krieg nach Europa kommt. Dass in der Ukraine das jetzt so schnell sich entwickelt hat, habe ich nicht bedacht. Ich habe wirklich also an Mitteleuropa gedacht. Und ich denke, wir müssen unbedingt handeln. Wir müssen unbedingt reden und wir dürfen uns nicht diffamieren lassen. Ich bin eigentlich, bis vor 2 Jahren war ich noch als Tagesmutter tätig und ich war nie in einer Partei oder irgendeiner anderen Organisation. Ich habe mich nur immer für das Schicksal von Menschen interessiert, die in meinem Umfeld waren. Und dadurch habe ich im Jahr 2000 bis 2001 mich für Albaner engagiert. Und dieses Engagement, das beinhaltete Kontakte zum Auswärtigen Amt, Amnesty International und anderen Menschenrechtsgruppen. Und 2001, im April, Mai, war ich in Kosovo und durch diese Erlebnisse habe ich gemerkt, dass also die realen Verhältnisse total anders sind, als die Medien berichteten. Aber das war 2001, dazwischen lag der NATO-Angriff. Und ich habe vieles halt falsch gedeutet. Mein Engagement war erfolgreich mit vielen internationalen anderen Gruppen. Die Sache war für mich erledigt. Es ging um die Freilassung von politischen Gefangenen. Aber es haben sich sehr viele Fragen im Unterbewusstsein gebildet, die lange ruhten und für die ich keine klaren Erklärungen hatte. 2009 hatte ich mich durch den Zufall wieder erneut mit dem Thema befasst und eine ganz andere Perspektive erfahren und habe dann begonnen, mich intensiv mit den Balkankriegen auseinanderzusetzen. Einige Bücher gelesen und das zog sich dann 2 Jahre hin und dann kam einer eines Tages zu mir und drückte mir ein Buch in die Hand. Srebrenica, die Geschichte eines salonfähigen Rassismus. Srebrenica wird immer wieder aktuell und auch in den letzten Jahren bei allen Unruhen immer wieder erwähnt und gilt inzwischen als Völkermord, Genozid und soll Massenexekutionen an bosnischen Muslimen in Srebrenica gewesen sein. Ich habe mich sehr schwer getan, als ich das Buch namens Srebrenica galt bei den Albanern in Kosovo als schlimmstes Verbrechen an Moslems während der ganzen gesamten Balkankriege. Und ich möchte keinen Völkermord leugnen, aber ich habe mir ganz einfach gedacht, wenn du dich dem Thema verweigerst, kannst du nicht wissen, um was es geht. Und ich habe mich einfach gefragt, was hat jemand vorzubringen in einem ganzen Buch, was als kritisch zu dem Thema gilt. Dann war ich schockiert darüber, dass in dem Buch von Massakern an Serben berichtet wurde, worüber ich nichts wusste. Und dieses Thema hat mich nicht losgelassen. Ich bin also in einen Sog geraten, wo ich dann auch festgestellt habe, dass also von den Medien stark dagegen gearbeitet wird. Als die Folgeveröffentlichung Srebrenica, wie es wirklich war,
bei der Buchmesse in Leipzig vorgestellt wurde, bin ich hingefahren und habe gedacht, boah, jetzt geht's los, jetzt kommt diese Lüge, wird aufgedeckt und es gibt so eine Medienwelle, so einen Skandal wie beispielsweise über Milay oder irgendwie in der Art. Und dann war ich schockiert darüber, wie die Medien arbeiten und auch das, was jetzt passiert mit der Ukraine, genau das Gleiche, also ein Abklatsch ist. Ich bin dann der Frage nachgegangen, wie das sein kann. Wie ist es möglich, dass auf der einen Seite eine enorme Faktenlage vorgelegt wird und auf anderer Seite ein völlig anderes Bild herrscht? Ich habe dann ganz gezielt Dokumentationen, Artikel und Bücher auch gelesen, die die offizielle Hinrichtungsversion beinhalten. Und dann habe ich festgestellt, was für ein Schwachsinn uns vorgelegt wird. Ich meine, wer konsumiert Nachrichten? Die meisten, so habe ich es auch gemacht, werden berieselt durch Tagesschau oder Bild-Zeitungs-Slogans, Schlagzeilen. Und wer was mehr liest, liest Spiegel oder andere Blätter. Aber im Grunde wird uns eine Welt illusioniert, die, ich sag mal, wie in Hollywoods Filmstudios sind, wo die Fassade nur steht und dahinter ist nichts. Ich war dann so hineingezogen in die Sache, dass ich dann auch nach Bosnien gefahren bin. Ich habe mit dem Journalisten Zoran Jovanovic, Co-Autor von Srebrenica, wie es wirklich war, getroffen. Und ich habe die Gegend abgefahren. Ich habe dann mir die Orte angeschaut und ich hatte mich auch darum gebeten, um Angehörige von serbischen Massakeropfern. Also es kam ganz spontan, an dem Tag, wo wir uns getroffen haben, hatte ich das Buch dabei und auf dem Cover vom Buch ist ein 5-jähriger Junge abgebildet, der erschossen wurde von bosnisch-muslimischen Killerbanden. Und ich habe darauf gezeigt und habe ihn gefragt, ob er mir ein Treffen mit den Verwandten ermöglichen konnte. Und er hat Telefon genommen, hat angerufen. Es dauerte einen Moment und nachmittags saßen wir bei der Familie bzw. bei dem Vater. Das war ein sehr bewegender Moment für mich, weil ein völlig anderes Bild herrscht von dem, was tatsächlich passiert ist. Ich möchte das mal ganz kurz erklären, habe da was für vorbereitet. Zuerst möchte ich natürlich, ich glaube, ich sage das hier falsch, ihr seid alle hier aus dem gleichen Grund, ihr seid alle aus dem gleichen Antrieb hier hingekommen und seid nicht mehr so mit Vorurteilen behaftet. Aber wir müssen uns ganz einfach von Befangenheit befreien. Dr. Daniel Ganser hat einen Versuch gemacht bei einem Vortrag und dann hat er die Begriffe Banane, also er hat Begriffe genannt, bei denen sich die Zuschauer etwas vorstellen sollten und er nannte den Begriff Banane, Stuhl, Polizist, Terrorist. Das war eine Übung, um die Emotionen und die Vorstellung der Zuschauer zu prüfen, die natürlich bei dem Terroristen sich einen muslimischen Terroristen vorstellten und nicht einen irischen oder spanischen. Das zeigt, wie stark die Propaganda gewirkt hat nach dem 11. September. Was er zu meinem Bedauern nicht genannt hat, ist der Begriff Serbe. Ich habe damals bei den Albanern, als mein Engagement für die Albaner war, habe ich sehr viel Hilfe, Unterstützung auf allen Ebenen gefunden. Als ich mich dann darum bemühte, die tatsächlichen Ereignisse über Srebrenica zu verbreiten und auf dieses unglaubliche Unrecht hinzuweisen.